Wie viele von euch wissen, kann ein Stromausfall in einem ungünstigen Moment zu Datenverlusten bei herkömmlichen Festplatten führen. Festplatten, die zum Beispiel in eurem NAS oder in eurem PC eingebaut sind. Dem entgegenwirken könnt ihr, indem ihr eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benutzt. Welche ich mir gekauft habe und warum ich mich genau für die entschieden habe, das erkläre ich euch in diesem Video. Außerdem werde ich euch zeigen, wie ihr diese unterbrechungsfreie Stromversorgung so einrichtet, dass eure Geräte im Falle eines Stromausfalls automatisch heruntergefahren werden. Viel Spaß! Und damit hallo und herzlich willkommen im Ingenieursblog. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und heute schauen wir uns also meine unterbrechungsfreie Stromversorgung an. Das ist, ich habe sie bei Amazon nochmal rausgesucht, die PowerWalker VI650. Einen Link dazu habe ich euch auch in die Videobeschreibung gepackt. Wenn ihr euch die kaufen wollt, könnt ihr mich unterstützen, indem ihr einfach diesen Link benutzt. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Ich habe diese unterbrechungsfreie Stromversorgung jetzt schon seit ungefähr 6 Monaten im Einsatz und habe sie natürlich auch zwischendurch mal durch einen simulierten Stromausfall getestet und konnte bisher noch keine Nachteile feststellen. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung von PowerWalker ist derzeit für ungefähr unter 70 Euro zu haben und dafür muss ich sagen, ist die Preis-Leistung wirklich top. Bevor wir uns jetzt diese unterbrechungsfreie Stromversorgung genau anschauen, möchte ich euch kurz erklären, wie sowas überhaupt funktioniert. Eine USV oder unterbrechungsfreie Stromversorgung ist im Grunde nichts anderes als ein großer Kasten mit einem Akku drin und einem Wechselrichter und noch ein bisschen Schutzelektronik für die angeschlossenen Geräte. Wenn ihr jetzt diese USV ans Stromnetz hängt, dann wird mit dem Strom aus eurem Stromnetz erstmal der Akku geladen, bis er voll ist. Wenn ihr jetzt ein anderes Gerät auch noch an die USV anschließt, das ihr schützen wollt, dann habt ihr im Fall von ganz Normalbetrieb, also kein Stromausfall, geht der Strom direkt von eurem Hausnetz durch einen kleinen Netzfilter, je nachdem was da verbaut ist, um zum Beispiel vor Überspannungen durch Blitzeinschläge oder so zu schützen, und dann direkt in das Gerät, das ihr schützen wollt. Im Normalbetrieb passiert also relativ wenig. Wenn jetzt der Strom ausfällt, dann erkennt das Gerät, schaltet automatisch um auf Akkubetrieb und dann kommt der kleine Wechselrichter zum Einsatz, der aus dem Akku, also aus der Gleichspannung, aus diesem Akku, wieder 230 Volt Wechselstrom erzeugt. Was mich jetzt natürlich noch interessieren würde, wäre eure Erfahrung mit Datenverlusten durch Stromausfall. Habt ihr sowas schon mal gehabt, dass ihr wirklich einen Stromausfall hattet und danach waren eure Daten unbrauchbar? Schreibt es mir in die Kommentare, das würde mich wirklich sehr interessieren, ob ich der Einzige bin, dem das schon mal passiert ist. Wer mein Video zu meinem Datenverlust noch nicht gesehen hat, dem werde ich das Ganze mal hier oben in der Ecke in der Infokarte verlinken. Schauen wir uns mal ganz kurz die technischen Daten an. Die USV, die ich euch hier vorgestellt habe, hat eine Ausgangsleistung von 360 Watt und kostet derzeit bei Amazon knapp unter 70 Euro. Auf der Vorderseite befindet sich ein Ausschalter, ein LCD-Display und ein USB-Port. Auf der Rückseite befindet sich das fest montierte Netzkabel, 2 Steckdosen sowie eine Telefonbuchsendurchschleifung. Die habe ich allerdings nicht getestet, deswegen ist sie auch nicht Bestandteil von diesem Review. Bevor ihr euch jetzt so eine unterbrechungsfreie Stromversorgung kauft, solltet ihr natürlich genau recherchieren, was die Geräte, die ihr damit schützen möchtet, für eine Stromaufnahme haben. Ich habe das Ganze für mich schon grob überschlagen gehabt vor dem Kauf. Ich möchte meinen iMac, der hier steht, schützen und außerdem meinen NAS. Und damit komme ich mit der unterbrechungsfreien Stromversorgung, die ich euch vorgeschlagen habe, locker aus. Wenn ihr also zum Beispiel nur euren NAS schützen möchtet oder einen Laptop, dann könnt ihr euch genau die kaufen, die ich euch auch vorgeschlagen habe. Das wird locker reichen. Wer ein bisschen mehr braucht, müsst ihr selber recherchieren. Es steht auf jedem Etikett drauf, was eure Geräte verbrauchen. Die Arbeit kann ich euch nicht abnehmen. Jetzt schauen wir uns also an, wie wir den NAS und den iMac mit unserer unterbrechungsfreien Stromversorgung schützen, und dafür gehen wir jetzt einmal direkt neben den NAS. Die USV steht rechts direkt neben meinem NAS und eine der beiden Steckdosen auf der Rückseite der USV wird auch verwendet, um diesen Synology NAS zu versorgen. Die andere freie Steckdose habe ich jetzt verwendet, um meinen iMac anzuschließen. Ihr könnt das analog machen, passt nur wie gesagt auf, dass die Ausgangsleistung der USV auch zur Eingangsleistung von den elektrischen Geräten passt, die ihr euch anschließen möchtet. Als nächstes verbinden wir unseres Synology NAS mit einem USB-Kabel mit unserer USV. Und fragt mich bitte nicht, warum der USB-Port der USV auf der Vorderseite liegt. Das ist ein Kritikpunkt, den ich einfach vorbringen muss, weil der USB-Port einfach auf die Rückseite gehört hätte, um die Optik nicht zu stören und um auch eine Kabelverlegung deutlich einfacher zu machen. Vielleicht gibt es das ja in einer Produktrevision Nummer 2. Nachdem wir die USB-Verbindung zwischen NAS und USV hergestellt haben, können wir die USV starten. Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist der Synology NAS mitzuteilen, dass sie sich bei einem Stromausfall herunterfahren soll und sich dabei auf das Signal der USV verlassen darf. Das machen wir jetzt im Anschluss.
Um unsere Synology Disk Station mitzuteilen, dass wir eine USV angeschlossen haben und dass diese auch verwendet werden soll, um sie bei Stromausfall runterzufahren, müssen wir ein paar Einstellungen tätigen. Diese Einstellungen können wir in der Systemsteuerung vom Synology NAS treffen. Deswegen gehen wir zuerst mal auf die Webseite von der Synology NAS und anschließend auf die Systemsteuerung. Hier klicken wir auf den Reiter Hardware und Energie und dort oben nochmal auf den Reiter USV. Hier sehen wir dann eine USV-Unterstützung. Für diesen Fall, dass wir keine USV angeschlossen haben, sehen wir dieses Bild, das sich jetzt gerade hier zeigt. Jetzt werde ich die USV nochmal per USB anschließen und dann sehen wir, was passieren würde, wenn eine USV angeschlossen ist. Dieses Bild, das sich hier gerade zeigt, wenn wir jetzt hier aktivieren würden, USV-Unterstützung aktivieren, dann könnten wir aus dem Netzwerk von einer anderen USV die Informationen erhalten, dass gerade ein Stromausfall ist. Also falls das jetzt hier eine Synology ist, die nicht direkt per USB an unserer USV angeschlossen ist, sondern nur übers Netzwerk, könnten wir hier mit diesem Haken aus der Ferne quasi den Trigger für den Stromausfall empfangen und trotzdem noch rechtzeitig runterfahren, sofern natürlich eine Batterie hinter diesem Synology NAS steckt. Jetzt werde ich das USB-Kabel nochmal einstecken und dann sehen wir gleich, was sich hier ändert. Jetzt sehen wir hier oben in der Benachrichtigungsleiste, Synology wurde mit USV verbunden. Das heißt, wir können jetzt nochmal hier auf den Reiter Hardware und Energie klicken, nachdem wir vorher irgendwo anders hingeklickt haben. Und jetzt sieht das Ganze nochmal ganz anders aus. Jetzt haben wir nämlich hier USV-Unterstützung aktivieren und jetzt können wir angeben, nach welcher Zeit die Diskstation in den sicheren Modus wechselt, nachdem der Stromausfall erkannt wurde und von der USV gemeldet wurde. Ich habe jetzt hier mal 2 Minuten eingetragen, einfach für den Fall, dass, wenn sich ein ganz kurzer Stromausfall nur ergibt oder einfach nur jemand mal versehentlich eine Sicherung geschmissen hat oder auch eine Netzschwankung drin war, die so groß war, dass es als Stromausfall erkannt wurde, dass dann nicht gleich der ganze Synology NAS runtergefahren wird, sondern dass man hier noch kurz wartet. Anschließend habe ich auch noch Netzwerk USV-Server aktivieren angeklickt. Damit kann man nämlich dieses Signal auch übers Netzwerk verteilen. Ich habe jetzt hier 2 weitere Diskstations eingetragen, beziehungsweise 2 weitere IP-Adressen eingetragen, dass auch mein iMac zum Beispiel darauf reagieren kann, dass diese USV gerade einen Stromausfall erkannt hat. Wie man seinen Mac konfigurieren kann, dass er dieses Signal auch verarbeitet, das habe ich selber noch nicht ausprobiert. Das ist einer der nächsten Schritte, den ich machen werde, weil aktuell brauche ich dieses Feature nicht, denn wenn ich mit dem Rechner arbeite und akustisch das Signal höre, dass es einen Stromausfall gibt, dann habe ich noch mehr als genug Zeit, 10 Minuten, um dieses System runterzufahren. Und wenn ich damit gerade nicht arbeite, ist der Rechner sowieso aus, dann kann von mir aus auch der Strom ausfallen und das stört mich nicht, wenn der Rechner dann eben auch nicht bestromt wird. Genau, wir klicken jetzt hier nochmal auf Geräteinformationen und dann sehen wir hier die Infos, dass die Batterie zu 100% geladen ist, verbunden ist und es geschätzt 295 Sekunden aushalten würde ohne Stromversorgung. Wir klicken noch auf Übernehmen, ich habe jetzt nichts geändert und damit sind die Einstellungen gespeichert. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Außerdem könnt ihr sehr, sehr gerne Abonnent von diesem Kanal werden, um keine Updates mehr zu verpassen. Drückt dafür einfach auf den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke, um keine Benachrichtigungen von mir mehr zu verpassen. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, ciao!